Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um die vielversprechendste Alexandria 2 Alternative, die ich euch jemals auf diesem Channel hier vorgestellt habe. Und das ist tatsächlich der Arena von Somenz. Und das ist eine wirkliche Alternative, weil tatsächlich der Name von dem Parfümeur Chris Maurice, das ist das Pseudonym von Christian Carbonell, der Parfümeur von dem Alexandria 2 von Xerjoff ist, auch sogar vorne auf der Plakette mit draufsteht. Das heißt, das hier ist wirklich jetzt mal eine waschechte Alternative. Und natürlich habe ich euch hier auf dem Channel immer schon ein paar Alternativen vorgestellt, von dem wirklich würzigen und dunklen Pernod Amoral bis hin zu dem Beyond the Wall von Gritti, der auch ein sehr, sehr schöner, sanfter, cremiger, nussiger Duft ist, den man mit Alexandria 2 vergleichen kann. Und das hier ist jetzt aber wirklich mal wirklich serious business, denn dieser Duft hier liegt bei 130 Euro, die 50 Milliliter. Und der Alexandria 2, wie wir alle wissen, bei über 300 Euro. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern sich diese beiden Düfte ähneln oder eben auch nicht. Auf Parfum hat dieser Duft hier eine 8,8 aktuell, was sehr, sehr hoch ist. Und deshalb möchte ich ihn euch heute gerne einfach mal vorstellen, denn ich persönlich freue mich sehr darüber und das ist jetzt auch ein Grund, wo ich sage, da kann man auf jeden Fall zuschlagen, dass sich auch das Flakon-Design jetzt nochmal grundlegend verändert hat. Denn als ich diesen Duft hier kennengelernt habe, was inzwischen schon ein Jahr her ist, war die Kappe tatsächlich noch aus Plastik. Und die ist jetzt inzwischen aus wirklich schwerem Metall, wie man hier hören kann, wenn ich das mal so auf meinen Block fallen lasse. Ja, der Sprühkopf hat sich unfassbar gut verändert. Ich gebe euch mal einen kleinen Eindruck. Also das ist wirklich super, super smooth. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das Ding noch so riecht wie Alexandria 2, dann könnte es natürlich wirklich eine sehr, sehr gute Alternative sein zu einem günstigeren Preis vom selben Parfümeur. Und ich möchte euch deshalb an dieser Stelle dieses Produkt einmal vorstellen. Die Sache ist ganz einfach die, meiner Ansicht nach gibt es hier wirklich zwei Dinge zu sagen. Punkt Nummer eins ist, ja, dieser Duft hier kommt auf jeden Fall recht nahe an den Alexandria 2 von Xerjoff dran. Punkt Nummer zwei ist aber ganz deutlich auch, dass er auch noch einen Einfluss von einem weiteren sehr, sehr beliebten Xerjoff Duft hat, beziehungsweise von einem Parfum, was auch der Christian Carbonell, also derselbe Parfümeur, gemacht hat. Und das ist tatsächlich der Fars von Xerjoff. Und dazu muss man einfach wissen, dass Fars in Alexandria 2 somit die massentauglichsten, gefälligsten und auch für viele Leute schönsten Düfte aus der Oudstars-Kollektion von Xerjoff sind. Das heißt, man hat auf der einen Seite diese wunderschön cremige, leicht pudrige DNA von Alexandria 2, auf der anderen Seite diese untypische Frische, also wirklich für einen Oud-Duft untypische Frische von Fars. Und das eben miteinander kombiniert, ist dann quasi der Somenz Arena. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, dass er natürlich von dieser Udigkeit her und von diesem tiefen und harzigen Oud nicht ganz nah an den Alexandria 2 rankommt, der meiner Ansicht nach auch nochmal ein bisschen kerniger ist. Was aber tatsächlich kein Problem sein muss, denn es gibt ja auch den einen oder anderen, dem der Alexandria 2 ein bisschen zu heftig und ein bisschen zu intensiv ist. Und wer da eben eine etwas leichtere und tragbarere Alternative sucht, die vielleicht im Büro nicht so sehr auf Ablehnung stößt, wie ich selber auch schon feststellen durfte, der wird mit dem Somenz auf jeden Fall sehr, sehr glücklich werden. Aber ihr könnt euch das Ganze im Grunde genommen so vorstellen, als hättet ihr einen Dry Dawn und eine Weiterentwicklung von Alexandria 2 und der Anfang ist eben so ein bisschen entlehnt von dem Fars von Xerjoff und das beides in Kombination ergibt dann eben diesen wunderschönen Duft, wo man auch jetzt wirklich sagen muss, echt mal Hut ab dafür, dass die ihre Verpackung so stark verändert haben, denn das war für mich echt trotz des geringen Preises von 130 Euro bis jetzt immer ein Buzzkill, weil ich mir gesagt habe, hey, weißt du, so eine Plastikkappe, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also wenn ich bei Tom Ford einen Duft kaufe, dann kann ich das vielleicht noch verkraften, weil das eben wirklich Massenware ist, aber in der Nische ist es für mich einfach ein No-Go und mir ist es wirklich wichtig, dass die Haptik vom Flakon eine sehr, sehr gute ist. Und ja, ich kann euch gerne auch mal den Clip raussuchen, wo ich das früher mal vorgestellt hatte, wo man wirklich auch sieht, dass die Unterschiede zu heute gravierend sind und wo ich eben sehr glücklich drüber bin, ist auch der Sprühkopf, also wirklich sehr, sehr toll und ja, das ist auf jeden Fall schon mal alles, was ich dazu sagen kann. Das Produkt gibt es in zwei verschiedenen Größen. Wie gesagt, einmal für 50 Milliliter die 130 Euro und einmal mit 100 Milliliter für um die 200 Euro. Ich glaube sogar irgendwie 180 oder so nur. Also wirklich ein sehr, sehr fairer Preis an dieser Stelle. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wo ist denn jetzt der Unterschied zu dem wesentlich teureren Alexandria 2? Punkt Nummer 1, wie gesagt, für mich persönlich einfach diese Oud-Note, die in dem Alexandria 2 einfach viel, viel präsenter ist und deshalb natürlich auch für die meisten Leute nicht so 100% passt. Ja? Das heißt, wenn man sich eine etwas abgeschwächtere Variante wünscht, etwas, was ein bisschen sanfter ist und ein bisschen cremiger. Und wenn man nicht zu dem doch an dieser Stelle nochmal deutlich teureren Gritti Beyond the Wall greifen möchte, dann bekommt man hier auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Duft. Allerdings ist es natürlich auch nicht ganz so dunkel, nicht ganz so intensiv, wie das ein Alexandria 2 ist. Was es aber auch natürlich an dieser Stelle nicht sein muss, weil manche Leute einfach da auch sich vielleicht eine etwas leichtere Alternative wünschen. Dann muss ich an dieser Stelle natürlich sagen, dass auch nochmal eine wirklich deutliche Moschusnote durchkommt, die einen Duft meiner Ansicht nach immer so ein bisschen transparenter und viel
vielschichtiger und auch so ein bisschen sanfter macht. Also die Moschusnote, die hier mit drin ist, ist meiner Ansicht nach sehr, sehr präsent. Es ist nicht so intensiv kratzig vielleicht auch wie an Alexandria 2 oder auch die nochmal deutlich, deutlich udigeren und stärkeren Düfte Alexandria Imperiale und Alexandria Orientale. Also es ist wirklich in einer sehr, sehr sanften und moschuspudrigen Wolke so ein bisschen eingefangen, die aber meiner Ansicht nach sehr, sehr gut funktioniert. Und spätestens, wenn ich dieses Parfum einmal aufsprühe und dann raus auf die Straße gehe, dann zeigt sich das eben auch, weil das wirklich auch nochmal ein sehr, sehr starker Komplimentegetter ist. Und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, nicht teilweise so negative Reaktionen einfängt, wie du riechst irgendwie wie so eine Oma. Ja, das habe ich bei Alexandria tatsächlich schon ein, zwei Mal gehört, dass es eben doch dann für viele Leute sehr, sehr pudrig ist und sehr staubig und trocken und dass es hier eben in einer etwas runderen und sanfteren Form tatsächlich bis jetzt noch nicht passiert. Von der Haltbarkeit und von der Sillage liegen wir hier übrigens genauso wie bei Alexandria 2 auch bei einem sehr, sehr starken Duft. Ich konnte da jetzt im direkten Vergleich keine wirklichen Unterschiede feststellen, sage ich euch ganz ehrlich. Beide Düfte halten auf meiner Haut 18 bis 20 Stunden durch, was extrem lange ist. Und auch von der Projektionswolke her zieht man hier mit allerhand Aufmerksamkeit auf sich, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Das ist also meine Meinung zu dem Somens Arena. Für mich persönlich wirklich ein sehr, sehr guter Duft und eine tolle Alternative zu Alexandria 2. Wenn du dir, wie gesagt, eine etwas leichtere DNA wünschst und einen etwas anderen Start. Wenn du Farce magst von Xerjoff und du Alexandria 2 magst von Xerjoff und du außerdem und du auf die tolle Haltbarkeit von Alexandria nicht verzichten möchtest und dir aber trotzdem eine etwas leichtere, nicht ganz so extrem intensiv udige Erfahrung wünschst, dann wirst du mit dem Somens Arena auf jeden Fall extrem glücklich werden. Und ich denke, dass vor allen Dingen der Preis für die 50ml Variante von 130 Euro für die meisten wahrscheinlich auch sogar schon ein Blind Buy rechtfertigt. Also für mich persönlich wirklich ein tolles Teil. Ich freue mich sehr, dass die auch den Flakon und alles abgeändert haben. Und wenn ihr diesen Duft jetzt holen möchtet, dann könnt ihr das gerne über den ersten Link in der Beschreibung tun. Schaut gerne mal rein und unterstützt denjenigen, der den da verkauft. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr das tut. Das war's soweit mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch weitere Meinungen zu Alexandria 2 oder zu dem Arena von Somens habt, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Ich bin mal sehr gespannt. Die Bewertung von 8,8 auf Parfumo lässt ja wirklich schon einiges erwarten und ich bin gespannt, ob sich das eben auch mit eurer Meinung deckt. Ansonsten, wie gesagt, in der Beschreibung einfach mal schauen, da steht der Link drin und wir sehen uns dann auch gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal, bis dann, euer Kai.